Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Playeros Maintaeus. Oder besser mein Klon. So, okay, wir brauchen eine Axt. Spitzhacke. Axt, Axt. Warum ich jetzt extra in die Kiste gegangen, um zu gucken, ob ich Stöcke habe, wenn ich das hier bei der Workbench eh sehe? Ich bin so dumm. So, wir brauchen auf jeden Fall hier mal ein bisschen mehr Platz. Dieses Eierlegen ist halt so. Also dieses Plop-Geräusch dabei ist halt so. Ich weiß ja nicht. Oh, wir haben. Ach ja, die stecken ja nur bis 16, ne? Ja. Gut. Okay. Ich meine, die können wir ja bald alle. Okay, wir haben zu viele Hühner. Die spawnen ja hier im Sekundentakt. Lolloroffel. Und wieder 12. Also 3 dazu bekommen. Jetzt lass mal überlegen. So, du kommst erstmal weg. Gold kommt erstmal weg. Wir brauchen ein bisschen Platz hier im Inventar. Das ist mir alles ein bisschen zu voll. So, den angefangenen Stack nehme ich mal mit. Wobei, wir sammeln ja eh wieder welches. So, wir haben Holz. Wir brauchen noch mehr Holz, haben aber keins. Das heißt, nee, wir machen erstmal unsere Holztour weiter, bevor ich hier anfange rumzuschaffeln. Gut. Haben wir denn jetzt eine Axt gebaut? Ich habe eine Spitzhacke gebaut, ne? Ja, moin. Ich wollte doch eine Axt bauen, Mann. Dammit. Ja, schon, aber kaum noch Eisen. Uiuiuiui. Ich meine, klar, wir haben noch, wir haben noch hier Roheisen. Da war zum Glück noch ein ganzen Batzen. Hatten wir nicht irgendwie, hä, wir hatten noch irgendwie 30 oder 40 oder also etwas mehr als 30. Ich bin verwirrt. Bin dezent verwirrt. Wo kommen die 60 Eisen auf einmal? Also die so zusätzlichen mehr als 20 Eisen her. Ja, egal. War ein Geschenk von Mutter Natur. Keine Ahnung. Also wieder ein Ei. Ich habe so viele Eier. Ein Mann braucht doch bloß zwei. Gott damit. So, die kommen hier rein. Oh, schon haben wir bald einen dritten Stack. Das ist ja hier. Ei, okay. Ich habe keine Treppen gebaut, fällt mir gerade auf. Und wir haben keine Fackel mitgenommen, fällt mir gerade auf. Oh, Leute. Ah ja, ist ja auch richtig, wir wollten ja Bäume fällen. Nicht unten weiterbauen. Jetzt war ich gerade schon wieder im Weiterbaumodus, Trip-Gedings. So, da hinten geht's los mit Dschungelbäumen, da wollen wir also nicht hin. Ich sollte mal hier irgendwo eine Baumfarm aufbauen, ne? Hier so auf dem Fleck zum Beispiel. Können wir einfach mal hier so ein paar Bäume fällen, die wir einfach hier so regelmäßig abschlagen. Ne, wir sind ja hier keine Naturschützer. Wir bauen Bäume nur, um sie später wieder abzuschlagen. Das macht viel mehr Sinn. So, hier noch einen, machen wir hier noch einen. Also hier noch eine Reihe quasi so. So, ja, da. Warum will ich das Gras nicht zerstören? Wir haben davon so viel. Aber ich passe immer auf, dass ich, ne, Stückchen finde, wo kein Gras ist. So, sollte erstmal genug sein. Jetzt wächst ihr Scheißdinger. Gut, wir wollen schon mal die ab, die hier noch sind. So, hier sind schon wieder nachgewachsen. Sehr gut. Nee, oder? Haben wir hier einen platziert? Der hat mir noch abgebaut und dann wieder neu gepflanzt, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier oben einen gepflanzt habe. Das sieht mir so wieder. Ah, die Ohr. Okay, die wachsen doch relativ schnell. Und es wird schon wieder dunkel. Okay, jetzt reicht's mir. Ganz ehrlich, leck mich am Arsch. So. Ich lasse kurz die Treppe runterfahren. So. Jetzt. Mal Butter bei die Fische.
So, wir brauchen Home Ubuntu. Lass mich überlegen, was will ich eigentlich von der Welt? Oh ja, genau. Server 8. Nein. Mindtest. Server 8. So, und da Punkt Mindtest. Und jetzt, das ist einfach hier mit 72 ist einfach. Ne. 12 würde ich nicht machen, nicht fürs Let's Play, aber ich sag mal so, 24 klingt schon sinnvoll. So ungefähr. Bam. Das ist mir einfach. Das war einfach viel zu schnell. Ja. So. Okay, dann kann das aber wieder starten. So, wir gehen wieder in den Fenstermodus und verbinden uns. Weil wie gesagt, das ist ja, es wird halt andauernd Nacht. Das kannst du hier nicht angehen. Guck mal, die kleinen Küken, die können ja ab und zu durchrennen, ne? Aber zu viel. Wir müssen gleich mal noch mal hier pacen, Brot sammeln. Erstmal gehen wir pennen. Das heißt, bei den Küken müssen wir ganz viele immer nachspawnen lassen. Vielleicht ist sie hier. Oder die mal rausrennen. So, und dann gibt es. Achso, na gut, da kommt die eh nicht mehr hoch, ne? Die Kleinen können ja nicht springen. Was halt sehr bedauerlich ist. Sehr geil. Also, wisst ihr was? Ihr beide kommt mal auch noch mit rein. Das Schöne ist dadurch, dass die ein bisschen schmaler sind, kommen die halt doch relativ gut rein. Der ist gar nichts. Ey, wieso ist der nichts? Hä? Ich hatte gerade zwei gefangen. Ah, jetzt. Ja, okay. So, kann der mal bitte hier. Dankeschön. Sehr cool. Okay. Ja, dass die dann halt hier durchglitschen können, ist natürlich ein bisschen blöd. Wobei ich dachte, die hätten das gefixt gehabt. Kann sein, dass sich Michael wieder zurückentwickelt. Weil, dass Tiere hier durch die Zäune durchkommen, das war früher tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Problem und wurde dann wohl aber gefixt. Aber hier ist vorhin ein Küken lang gelaufen und ich glaube nicht, dass die Küken einfach so spawnen. Sondern ich schätze mal schon, dass das hier ausgebrochen ist. Von daher ist das schon wieder ein Ei. Ja, sehr interessant. So. Wir lassen uns davon jetzt mal nicht unterkriegen, sondern wir gehen mal direkt hoch zu unserer Baumfarm, wo mittlerweile ein paar Bäume gespawnt sind, was ja geil ist. Oh. Man sollte auch schon die richtigen Dinge ausgewählt haben, wenn man die was pflanzen möchte. Alter, wie viele Bäume hier sind. Oh mein Gott, es ist so schön. Yeah. Die spawnen halt so schnell, dass hier nicht mal der Block. Ah ne, der Block wird ja eher als Erde, wenn die gespawnt sind, die Bäume.
Eben, ich baue sie zu schnell ab. Dass der Boden keine Zeit hat, das Gras wegzuseppen. So. Wie viel Holz haben wir jetzt so? Wir haben fast zwei Stacks. Reicht mir das? Ich sag mal nein. Einfach nein, weil ganz ehrlich, Holz kann man nie genug haben. Warum ist da hinten Lava? Der Boden ist Lava, aber doch der Berg nicht. Das verstehe ich nicht. Hier ist so schön ein großer Baum. Obwohl, den würde ich fast lassen. Ich baue mal nur die ganzen kleinen Bäume ab, damit wir ein paar mehr große Bäume haben. Vielleicht tut das der Optik ein bisschen besser tun. Der so ein paar große Bäume zu haben, wäre halt schon schön. Geronimo! So, hier sind zwei Bäume, die kommen beide mal weggesippt. Leider weiß ich nicht, ob man die auch irgendwie erzwingen kann. Ja, die Blätter, die werden hier immer bleiben, weil hier Baumstämme sind, ne? Genauso wie die hier. Ich weiß leider nicht, ob man irgendwie bei den Bäumen dafür sorgen kann, dass sie bevorzugt so große Bäume werden. Ich glaube, das ist wirklich einfach Zufall, ob das so ist oder nicht. Und zwar ein Zufall, den man so nicht beeinflussen kann, soweit ich weiß. So, hier sind schon wieder diverse Bäume gewachsen. Alter, so schön. Aber ich glaube, das reicht dann halt erstmal. Erstmal. So, gut, hier sind überall diverse, wow, überall diverse Tiere, das ist sehr schön. Es sind so viele Tiere, obwohl wir schon selber viele Tiere haben. Das heißt, eine Gesamtobergrenze scheint wohl doch nicht so niedrig zu sein. Oh, wir haben hier wirklich mannigfaltige. Ja, guck mal, die ganzen Schafe, hier sind schon wieder alle Schafe raus. Da kann man noch fünf Schafe von mindestens acht oder so, die hier drinnen waren. Warum können die Schafe raus? Ich verstehe das nicht. Das macht halt keinen Sinn. Wobei, es waren bloß sechs. Es ist nur ein einziges Schaf raus. Und zwar wahrscheinlich das, was da hinten rumrennt. Ist natürlich trotzdem die Frage, warum. So, ich werde mal ganz kurz hier. Danke. Brauchen wir ein bisschen Weed. So. Kommt jetzt mal mit hier. Oh, guck mal, hier da unten ist wieder Party, Alter. Ey, da müssen wir mal wieder mit dem Schwert durchgehen. Das ist ja richtig Party da unten. Vor allem, wenn ich die so, ne, so komme ich nicht durch. Sieht nicht so aus. Das ist schon verrückt, du. Na komm. Man merkt auch immer dieses, dass die Tiere erst so in eine Richtung laufen und dann alle mit einmal sich so ihre Richtung ändern. Was immer dann ist, wenn dieser ABM kickt, dieser Active Block Modifier. Das ist immer voll witzig. So, du kriegst. Oh, ich hab mir gar nicht mehr. Ich hätte noch ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Ich geh mal kurz an meine Kiste ran. Da haben wir ja massig davon. Ja, doch. Wir haben genug. So. Damit haben die auch schon mal. Ja, jetzt haben wir 8. So, dann kriegen wir wieder die Kühe wieder ein bisschen was, damit die hier auch mal so offen rumzukommen. Ist ja gut. Okay, das war's. Ja. Ist der gerade hier gespawnt? Lolo Roffel. Komm mal mit rein.
Warte, kommst du? So. Hast zwar keinen Partner, aber egal. Jürgen. Das Problem ist halt, sowas ist halt später auf dem Server nicht möglich, ne? Weil er braucht nur einmal einen Spieler langkommen, der ein bisschen Langeweile hat, wow. Der mal ein bisschen Langeweile hat und jagt einmal durch die ganzen Tiere und sind alle weg, leider. Und die alle zu protecten, weiß nicht, ob das Sinn macht. So, was ich auf jeden Fall gerne mal machen würde. Ach ja, unser Schwert ist ja kaputt gegangen, ne? Na, ein Glück haben wir noch zwei Eisen. So. Jetzt gehen wir einfach mal in Mutter Natur verderben. Oh mein Gott. Und räumen hier ein bisschen auf. Vielleicht sollte man das hier auch zumachen. Es ist immer blöd, dass hier so viele Tiere nie wieder rauskommen. Okay, scheinbar scheint Küken doch auch so normal zu spawnen. Oder der ist auch von uns und ist hier irgendwann reingelaufen, einfach. Oh, wir sind voll. Ganz ehrlich, dieser eine Sandblock hier, den brauchen wir eigentlich nicht. So, dann lieber hier ein gutes Steak mitnehmen. Ah, ne. Dachte gerade, das war das Küken, was gerade gewachsen ist oder so, aber nein. Nö, spawnt gar nichts. Okay. So, wenn wir schon mal hier sind, ganz ehrlich. Ja, noch mehr. Wir brauchen nichts dringender aktuell als Kohle. Wenn die schon mal so bereitwillig rumliegt. Oh, guckt euch das an. Kohle. Dächse reingefallen. Ja, moin. Ja, ist natürlich. Wie gesagt, eigentlich müsste man das hier mal zumachen. Weil die Tiere kommen halt nie wieder raus. Fällt eh gleich rein, ne? Von daher. Danke. Ja, cool. Sehr, sehr cool. So, jetzt haben wir direkt wieder ein bisschen Kohle bekommen. Sehr schön. Keine Ahnung, wie viel wir davon mit hatten. Ja. Wieso bringe ich gerade die ganzen Tiere um? Ich bin gerade schon wieder so im Rausch, so im Jägerrausch. Ich wollte doch nur die da drinnen wollen. Okay. Schnell Schwert wegpacken, bevor es eskaliert. So, wir haben immer noch keine Fackeln gebaut. Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Dammit. Achso, jetzt habe ich hier... Ja, wow, jetzt habe ich gerade eine Kartoffel ausgewählt. Weißt du was? Die beide die rum... Was machst du hier? So. Die beide die rumrennen. Gleich mit rein hier. Was, du schaffst das? Ja. So, Förderungszeit hier. Ich sollte auch mal ein paar Kartoffeln, paar Karotten verfüttern, bevor meine ganzen Kartoffeln hier alle leer sind. Null. So, als nächstes gibt's Karotten. By the way, kann ich hier einfach mal eigentlich durchgehen. Wir sind bei... Komm, das weiß nicht, ich wollte nur ein paar Fackeln machen und ein paar Holztreppen und was passiert? Einfach alles außer genau das.
Es ist ein Trauerspiel, du. Rainer, Rainer, es ist hier. Du kannst hier mit rein. Ihr könnt da mit rein. So, die Kohle kann auch erstmal dahin. Achso, du auch? Du auch? So, und jetzt gehe ich erstmal hier einmal durch. So. Die Kartoffeln. Kann ich so einsammeln? Geht das überhaupt? Ich habe jetzt 3. Nein! Okay, ich kann es offensichtlich nicht einsammeln. Stattdessen habe ich einen Küken Fischfass umgebracht. Direkt mal. Wow. Okay, wenn hier die Viecher zu nah sind, kann ich die Tür nicht mehr anvisieren. Der ist hier irgendwie gefangen, ne? Der kommt hier gar nicht mehr weg. Oh, egal. Der ist komplett in seinem komischen Move da gefangen. Sehr interessant. Ja. Okay. So. Weg, weg. Weg, weg, weg. Bisschenweise du kommst noch da. Aber du kommst doch da. Jetzt haben wir noch ganz viele Federn. Wobei, ganz ehrlich, Federn und so brauchen wir nicht im Leben. Kommt alles da mit rein. Also, achso, guck mal, wir haben jetzt aber schon ein paar Fackeln. Das ist schon mal gut. Da brauchen wir die also doch nicht machen. Erstmal. Aber wir müssen immer noch ein paar Treppen bauen. Das heißt, wir nehmen mal hier nochmal ein bisschen Holz und noch eins. Und dann haben wir hier 62 und wir können mit denen. Sehr einfach ein paar Treppen. Na gut, aber wir brauchen keine 40 Treppen. Wir brauchen. Pro Bogen brauchen wir 2. Ich werde wahrscheinlich erst. Wir machen mal so 20. Ja, 20 sollten erstmal reichen. Ganz ehrlich, komm. Okay. Gut. Ab in die Hülle des Löwen. Hey. So, erstmal hier direkt Licht machen, bevor hier irgendwelche Monster Langeweile bekommen und hier anfangen zu spawnen. Die bleiben nicht da, die kommen später noch woanders hin. Aber erstmal. Nur ungefähr so. Aber weil das so schon ein bisschen sehr eng aussieht. Vielleicht sollte ich sie doch noch. Eins weit, also eins breiter machen, dass wir mal 4 in der Mitte sind. Weil das sieht so schon sehr eng aus. Nee, das gefällt mir so gar nicht. Nee, okay. So, muss ich eh noch viel weiter hier rein. Ich hoffe, ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Kohle finden. Und nicht nur Clean Stone. Stone. Also wir finden zwar Cleanstone, aber wir bekommen keinen Cleanstone.
Ich sollte vielleicht die Dinge auch gar nicht hier, sondern eins weiter rein platzieren, ne? Wollen so breiten Zwischengang. Ne, weil ich will hier hinten noch reinbauen. Also ganz schnell halt noch ein bisschen weitermachen. Und die sollen quasi die eigentlichen Lagerbereiche von dem Zwischengang hier trennen. Optisch. Das heißt, ne, auf der Zwischengang wäre jetzt so 5 Blöcke breit. Und dann ist die Frage, sieht das so gut aus oder ist das too much? Ich würde aber fast sagen, die sieht so gut aus. Ich lasse es mal mit 5. Weil 3 dürfte zu klein sein. Ich lasse mal bei 5. Oh mein Gott, die Axt ist ja kaputt. Ich dachte, Eisen hält ein bisschen länger. Wir müssen überhaupt mal gucken. Also, das ist jetzt hier 1, 2, 3, 4. Hier kommt der nächste. Das hin. So, dann haben wir 4. 1, 2, ja, hier fehlen noch 2. Damit das Sinn macht. Schon wird es hier arschdunkel. Ich mache hier kurz eine Fackel hin. Einfach provisorisch. Nicht, dass jetzt hier irgendwelche Creeper spawnen und mir ja so Scheiße in die Luft jagen. Und mich in die Luft jagen. Was halt beides nicht so geil wäre. Okay, dann haben wir diversen Diorite oder was auch immer das hier ist. Genau, rot ist die. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Diorite. Und das Blaue war anders, sieht er, ne? Irgendwie so. So. Perfekt. Jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen räumlich. So richtig. 1, 2, 3, 4. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, ob es groß genug ist. Wir gucken mal erstmal hier. So ungefähr so. Und jetzt setzen wir mal hier ein Gegen. Ja, doch, so sieht viel besser aus. So sieht's gut aus. Man könnte auch noch gucken, ob es noch eins breiter macht, aber das ist jetzt schon fast wieder. Die Frage, ist es so breit? Oder eigentlich eher nicht so? Was ich eher finde, ist, dass es zu flach ist. Ob wir das Ganze hier noch eins höher machen? Das wäre eher die Frage. Weil so von der Höhe her geht's. Aber wenn dann hier auch noch irgendwelche Holzdinger sind. Wie ist denn der hier reingespawnt? Dann könnte das ein bisschen sehr, sehr schmal werden. Ich glaube, ich mache das Ganze doch nochmal eins breiter. Eins höher meine ich doch. Das heißt, nach oben haben wir ja noch genug Platz. Oder? Genau. Nach oben haben wir doch locker noch, also weit mehr als genug Platz. Dann würde ich das tatsächlich machen. Das heißt nämlich, dass ich das Ganze dann doch noch eins breiter mache. Also den dann hier hinsetze. Dann haben wir nämlich hier 5 und hier 5. Dann haben wir es quasi gleichmäßig, ne? Dass es dann wirklich immer quadratisch ist. Das ist dann ungefähr viel besser. Und macht halt auch viel mehr Sinn. So. Weißt du was? Einfach nur, weil er mir gerade auf den Sack geht. Jetzt mal hier das Licht machen, für den Fall, dass er hier gespawnt ist, weil es so dunkel ist. So. Guck mir die Augen, Kleines. Hallo? Kannst du bitte in meine Richtung gucken? Ey, hallo? Ja, komm, guck, guck. Schau mich an. Kleines. Ah, geht doch. Wie lange dauert es, bis ich seine Agro habe? So. Verdammt. Bin
bin ich ja erstmal schön hängen geblieben. Das war ja so nicht geplant. Ah ja, ich will ihn mit einem bewerfen. Yay! Spawn und in der Höhle erstmal küken. Geil. Mach ich überhaupt Damage, will ich ihn damit abwerfen? Nee, ne? Macht wahrscheinlich kein Damage. Mal gucken. Yeah! Ich hab seine Agro. So war das geplant. Geh doch. Easy. Aber ich bin hier hängen geblieben. Deswegen kam ich nicht schnell genug rein. Na gut. Okay. Oh, warum hier? Achso. Ja, sehr geil. Wie gesagt, ich hoffe mal, er ist nicht gespottet, weil es hier drin zu dunkel ist, weil viel heller bekommen wir es nicht. Ich meine, ich habe jetzt nochmal ein paar Fackeln platziert, vielleicht reicht das schon. Aber ich werde mal hier hinten direkt nochmal ein paar platzieren. So, ungefähr. Oh, mehr habe ich gar nicht. Okay, ist ein bisschen sehr übertrieben. Ah, jetzt weil, wenn ich drinnen einen Creeper spawnt, dann sind wir halt am Arsch. Das war's dann, ne? So, das Ganze jetzt nochmal eins höher. Okay. Oder gehen wir eins runter? Nee, noch weiter runter wäre dann wieder blöd. Nee, ich gehe eins höher. Problem ist halt, ich komme. Ah doch, die Decke kommen. Ah doch, ich komme überall ran. Okay. Spitzhacke schon wieder fast tot. Das ist nicht so geil. Haben wir Cleanstone dabei? Haben wir nicht. Oh, doch, haben wir. Gut. Okay. Dann setze ich mal in der nächsten Folge denn die Erde da vorne und die Löcher hier mit Cleanstone. So ist doch von der Größe her schon richtig angenehm. Und das Ding wird halt noch größer, ne? Ist ja da nicht zu Ende. Ist ja erstmal nur dazwischen, also der Gang. Ja, von daher, das wird noch ein bisschen größer. Bis zur nächsten Folge.